Hier ist Ronja und zusammen mit der Easy spielen wir heute. Hey, hallo! Hier ist Easy! Fashion Famous. Die Easy ist ein bisschen krank, also nicht wundern, wenn sie auf Ey, erzähl das doch nicht, das merkt keiner! Das merkt keiner. Klar merkt das jemand. Nein, das glaube ich nicht. Okay, also die Kategorie ist Elsa. Wer ist Elsa? Elsa. Ich habe das Wort verwechselt, ich bin doof. Warte, okay. Ich kann nicht aufhören zu hüpfen. Warte, was hat die für Haare? Ronja, ich hüpfe und ich kann nicht aufhören damit. Echt, ich hüpfe die ganze Zeit. Ich mach das nicht. Ich schwöre. Was, wirklich? Ja, ich muss die ganze Zeit hüpfen. Okay, dann haben wir einmal ein Handicap für ihn. Ja, total. Die hüpft hier, auch schön. Die hat einen Zopf, oder? Hat die einen Zopf? Ah, jetzt hat sie auch. Ich meine, die hat einen Zopf. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die aussieht, genau. Ja, Elsa hat geflochten Haare. Ah, stimmt, also, genau. Das war mit der so an der Seite. Ich habe eine gute Frisur, die ja 1A passt. Bin ja schon 10 Schritte voraus. Ja, ja. Tatsächlich? Ja, ja. Ich habe auch eine. Ja. Okay, so, das ist doch schon mal was. Da habe ich. Es ist zwar nicht exakt die gleiche, die sie hat, aber muss reichen. Ich wurde neulich angemault. So, ja, du hast deinen Körper immer noch als Mann. Das ist ja voll doof. Das sieht ja voll blöd aus. Mimimi, mach den mal dünner. Was? Wer mault dich denn hier einfach an, ne? Ja, fand ich frech. Warte, die hat doch relativ. Die haben alle so gleiche Haare. Ja, das ist wahrscheinlich die einzige Frisur, die es gibt, ne? Obwohl, die sieht hübsch aus. Oh, warte, ich brauche irgendwas Glitzerndes. Die glitzert doch. Ah, da glitzert auch schon jemand. Mann, alle meine Ideen sind schon weg. Das bin ich, die glitzert hier. Das bist du? Ja, ich habe mir Glitzer gekauft. Jetzt suche ich aber noch eine neue Frisur. Hier, weißt du was? Erstens habe ich keine Robux und zweitens hole ich mir anderen Glitzer. Ich will dir du hast ja alles anderen, nachmachen. Aber das ist der beste Glitzer, den ich habe. Der beste Glitzer. Besser glitzern kannst du nicht. Das wissen wir nicht. Ich würde erstmal mit Anziehsachen anfangen, glaube ich. Okay, warte, okay, mal, jetzt beeilen. Wenn ich jetzt hier strategisch klug bin und mir hier so ein komisches Blaues nehme und dann mir da einen Rock drunter ziehe. Oh, warte, das Blaue ist besser. Oh, das sieht gut aus. Hä, das sieht viel besser aus als mit einem dicken Rock. Ich glaube, ich will den gar nicht. Hast du was gefunden? Ja, ja. Oh, nee, da hinten sind die Röcke. Okay, jetzt probiere ich mal mein Glück. Okay. Ich sag der hier. Und dann in hellblau. Oh Gott, das Blau passt mal gerade gar nicht. Oh Gott, ist das hässlich. Oh nein. Dass du so unzufrieden bist. Oh nein. Ich nehme das hellblau. Ja, es ist nicht schön. Ich bin ganz ehrlich. Was ist, wenn ich das Eisblau nehme? Oh, das Eisblau. Oh, ich hoffe, das macht keiner. Warte, bist du das hier neben mir? Oh mein Gott, du siehst genauso aus wie ich. Ah, ich habe noch kein Gesicht. Du hast noch kein Gesicht. Nein, ich muss nur ein Gesicht kaufen. Jetzt klaut die meine eisblaue Idee. Na toll. Ja, was soll das denn ja, sonst sein, hä? Ja, genau. Ja, du kannst auch das Dunkelblau nehmen, was die anderen haben. Hier sind die Tiere. Davon sieht nichts besonders eisig aus. Nehme ich nicht. Oh Gott, 7 Sekunden. Ich schaffe überhaupt nichts mehr. Aber es ist okay. Ich würde sagen, also, es ist okay. Ist okay? Ist okay. Ist okay. Ist okay. Nein, warte, nein. Ich habe die falschen Trails. Es gab so Schneeflocken, die dir hinterherfliegen. Oh, das damit hättest du easy gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Habe ich aber nicht genommen, weil es war schon zu spät. Tja, schade, schade. Schade, Schokolade. Na, seid ihr alle schön, dass es immer die gleichen Judges sind. Einfach jedes Mal der eine ohne Kopf. Jetzt können sie auch mal ändern. Das sieht aus wie meins, das kriegt 4 Sterne. Das sieht halt, lol, ich dachte, das wäre aber nee, das war weiß. Sie hat ihr Oberteil in weiß, deswegen gibt es nur 4 Sterne. Wenn es blau gewesen wäre, wären es 5. Ja, bei mir ist es blau. Obwohl, sie hat es, echt? Nee, bei mir war das Oberteil weiß. Cool. Aber sie hat eine Krone auf, das ist gar nicht dumm. Weil Elsa ist ja eine Disney-Prinzessin. Aber das Türkis? Das sind 3. Farblich. Weil sie hat auch nicht die geflochtenen Haare, farblich beißt es sich ein bisschen. Es ist eigentlich ganz okay, aber es ist nicht perfekt. Aber nicht, ja. Ich denke, die haben alle schon relativ ähnliche Sachen an, deswegen muss man da sehr streng da kommt jetzt werden. Jemand auf die Bühne, das ist Och, ja Mensch, unglaublich. Was hat die denn an? Guck mal. Wow. Die kleine Eistasche, um zu zeigen, und dass ich Haare. Kalt bin. Die Haare. Absolut. Der Rock. Eine Eiscremetasche? Ja. Oh nein. Was soll das denn jetzt heißen hier? Oh mein Gott. Na, mal gucken, ob du damit gewinnst. Da kommt jemand mit blauen Haaren. Das ist halt auch wieder keine volle Punktzahl. Erstens ist dazwischen noch ein lila, ein grauer Rock, den sie, glaube ich, vergessen hat auszuziehen. Oder eine Flosse oder sowas. Ja, ja. Und blauen Haare. Okay. Okay. Kitty Cutie, oh, kommst du auf die Bühne? Aus. Jetzt im Bogen. Hä? Oh. Aber guck mal, die Krone. Ich habe letztens übrigens die Eiskönigin 2 gesehen, ne? Oh, den habe ich wollte den gar Film nicht unbedingt geguckt. Sehen. Ja. Ich auch nicht, weil ich bin auf 10 Minuten eingeschlafen. Oh nein! Ich habe bis zum Ende des Films geschlafen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, worum es da ging. Wird bestimmt ein richtig guter Film
Oh, ich das ist so langweilig. Keine Lust. Genau. So, mhm. Da kommt jetzt bestimmt Easy Cheesy als ich hoffe nächstes. Es. Ich weiß, ja, alles Käse! Yeah! Oh mein Gott, der Glitzer, die Federn. Und ich habe einen Zauberstab. Das, das Eiszauberstab-Ding. Esser, Freunde. Das sind schon und ciao. Dein Kleid ist auch ein bisschen hübscher als meins, weil du die langen Ärmel hast. Das sieht akkurater aus. Ich weiß, ich habe zwei Oberteile kombiniert. Ah, oh. Oh, da kommt noch jemand. Next Level. Da gefallen mir die Blautöne nicht so gut. Bin ich ganz ehrlich? Da gab es schon bessere. Die dunkle Eiskönigin. Die ist auf die böse Seite gewechselt. Ja. Die dunkle Seite der Macht. Die nutzt ihre Kräfte und eist einfach alles ein und dann ist alles gefroren. Sie so, hahaha. Okay, das sieht süß aus, aber... Oh, das fand ich echt niedlich. Also für mich sieht der Rock weiß aus. Es kann sein, dass es hellblau ist. Bei mir ist es hellblau, ja. Okay, dann gebe ich 4. Habe ich auch. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Viele kommen. Das war's, das war's, das war's. Alles klar. Okay, okay, okay. Achtung! Und? Und? Oh! Was? Die hat gewonnen? Hä? Wo sind wir? Wo sind wir? Das ist ja jetzt mal nicht fair. Das ist jetzt auch frech. Guck mal, ich bin vor dir. Hey, was? Wieso? Die anderen waren, wir waren viel besser als die anderen. So, und unser nächstes Thema ist Belle, also die andere Disney-Prinzessin. Was hat die für Haare? Ich bin so schlecht mit Haaren. Warte, die hat auch einen Zopf. Aber die hat so lange Haare raushängen aus dem Zopf, meine ich. Also, ich glaube, ich habe ein Bild vor Augen, aber ich bin nicht sicher, ob es da eine Frisur zu gibt. Die hat, auf dem Kopf hat die so einen kleinen Dutt. Ah, aber, oh, ehrlich? Es gibt sogar so eine Frisur, aber die sieht irgendwie nicht so hübsch aus. Es gibt hier den da, aber ich weiß nicht, ob das so bellig aussieht. Das ist irgendwie kein gutes Wort. Nee, überhaupt nicht. Ja, was ist das denn für eine Frisur? Aber ich glaube, es ist besser als... Obwohl, warte mal, ich glaube, die hier ist besser. Die sieht gepflegter aus. Ich glaube, die hat sehr ordentliche Haare. Sieht ein bisschen... Glaubst du? Ja, ich glaube, meine ist nicht... Oh, ich glaube, meine ist sogar ziemlich akkurat. Ich will mich okay, nicht selber loben, aber... Aber du machst es trotzdem. Ich mach's trotzdem. Ich will dich ja nicht kritisieren, aber du bist trotzdem blöd. Guck mal, die eine hat schon ein pinkes Kleid an. Pff, Anfänger, jeder weiß, dass es gelb ist. Also. Ja, das stimmt aber wirklich. Das weiß wirklich. Was hatten die für Tiere? Die hat doch bestimmt irgendwelche Tiere, oder? Das ist Disney-Prinzessin, die haben doch alle irgendwelche Tiere. So, sie kriegt jetzt von mir eine Katze. Oh, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keine Katze hat. Nee, eine Katze hat sie wahrscheinlich nicht. Jetzt hat sie eine. So. Das Gesicht sieht okay aus. Sieht ein bisschen aus, als hätte ich einen Schnurrbart, da wo die Sterne sind. Aber komm, ich habe keinen Schnurrbart. Das sind Sterne. Was ist dein Lieblings-Disney-Film? Oh mein Gott, das weiß ich eigentlich. Das weißt du? Ja, mein Lieblings-Disney-Film ist König der Löwen. Oh ja, der ist schön. Ja. Ja. Da ist zwar keine Prinzessin, aber da sind Löwen und die sind süß. Das stimmt. Es sei denn, man begegnet ihm im echten Leben. Dann sind sie nicht mehr dann ganz sind süß. Sie nicht mehr so tu das süß. Lieber nicht. Leider nein. Ja. Mist, ich brauche ein gelbes Kleid. Hast du irgendwo ein hübsches gelbes... Nee, aber ich versuche hier gerade mit anderen Sachen zu kämpfen. Das ist mir wieder weg. So, wo ist es denn hier? Da. Okay, ich brauche erstmal ein Kleid, sonst wird das hier wieder kritisch. Es gibt keine schönere Frisur als die ich habe, selbst im VIP-Ding nicht. Übrigens, falls du nachgucken wolltest, musst du dir die Mühe nicht machen. So. Okay. Zieh mir schon mal eine Tasche an, weil ich da gerade vorbeigekommen bin. So. Oh mein Gott, das sieht wunderschön aus. Okay, ich bin die perfekte Belle. Du bist die perfekte Belle. Du kannst mir nicht das Wasser reichen. Das ist, Oh, deine Frisur ist so süß. Ja, ich weiß. Oh Mann. Die ist viel schöner als meine. Ich war so überzeugt von meiner und jetzt kommst du dir. Och nee. So ein Mist. Du kannst gehen. Oh, warte mal. Oh, easy. Ja. Ah nee, das kann ich nicht kaufen. Ich habe keine Robux. Sonst wäre das voll das gute Oberteil geworden. Dann hätte ich das farblich einfärben können. Ach nee, ich doof, Mann. Brauch noch irgendwas vielleicht in meinen Haaren. Hast du Glitzer? Hol die Glitzer. Krönchen, warte mal. Es gibt doch Krönchen. Wo sind denn Krönchen? Hier sind Krönchen. Sie ist schon wieder da. Ich hab auch hier schon eine Krone. Und jetzt brauche ich noch Glitzer. Alle meine Sachen klaut ihr hier. Schnell. Ja! Das ist hellblau, das will ich nicht. Ich will weiß. Nee. Was hast du dir jetzt hellblaues gekauft? Die Krone. Ich wollte die weiß machen, aber die gab's kein weiß. Deswegen habe ich hellblau genommen, weil das am nächsten dran war. Was sieht jetzt komisch aus? Das kann ich mir vorstellen. Ja. Finde ich Ronja, nicht so gut. Dann hast du wohl nicht die Erwartung nicht erfüllt. Mann. Wollte gerade
Aber der unten, der in der Mitte sieht's nicht. Der hat ja keinen Kopf. Ja, das stimmt. Wie bewertet der eigentlich? Die sieht überhaupt nicht aus wie Belle. Die sieht nicht aus wie Belle. Also es tut mir auch leid, das sind jetzt sehr harte 2 Sterne, aber das, also ich... Aber das ist ein mega hübsches Outfit. Das ist super süß, aber es, ja, es ist eine klare Themenverfehlung. Ja, total. Leider. Mal gucken, ob die anderen das geschnallt haben. Vor allem, wir hatten erst Elsa, da muss man das doch einfach eigentlich verstehen. Ja, eigentlich ist das klar, oder? Das ist, wow! Ja, das ist... Auch mit dem Blau da drunter, das ist innovativ. Das finde ich auch, Und dann ist sie kurz am Strand immer lang gelaufen. Okay, nicht schlecht, ne? Ja, wie die das macht, ne? Die teleportiert sich sogar. Wie die echte Belle. Das ist... Okay. Also, ich habe den Film jetzt so lange nicht mehr geguckt, aber ich meine, so sah die nicht aus. Bin ganz ehrlich. Nee, oder? Nee, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Hä? Aber das ist 100%. Das ist ja, so 5 Sterne. Mit dem Pinguin-T-Shirt, mit dem kleinen, oh mein Gott, Schnauzer. Besser geht's nicht. Die Karo, ja, die Armeehosen dazu. Eindeutig, die Schöne und das Biest. Vielleicht da ist eine im Chat ist auch wütend. Was? Eine im Chat so, ja, du. Ja, Belle, toll, hä? Huh? Okay, das ist... Das sieht eher aus so ein bisschen Ariel-mäßig, aber das ist auch nicht Belle. Das ist sehr süß. Vielleicht aber ist das halt Thema auch einfach nicht das so Thema. Einfach zu erkennen. Ich gebe mal 3. Vielleicht hättest du Belle und dann in Klammern Princess schreiben sollen. Oder vielleicht, ne? Ich dachte, Belle ist klar, aber offensichtlich ist Belle nicht klar. Nicht mehr, nein, offensichtlich nicht. Aber die sieht auch süß aus. Die sieht süß aus. Die hat schöne Flügel. Der Shake irritiert mich ein bisschen. Ja. Findest du, das passt nicht zu einer Prinzessin? So ein kleines Shake. So ein XXL Fastfood-Dings. Oh, guck mal. Oh, mit der Katze. Da, Träumchen. Guck mal, die Frisur. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Will ich nicht lügen. Die Frisur ist schon mal besser als meine Frisur. Ja, nice. Mann, die ganze Zeit, meine Frisur ist so toll. Jetzt kommst du. Oh mein Gott, das sieht so richtig schön aus. Aber man sieht gar nicht, dass die Krone hellblau ist, zu meinem Glück. Man sieht es nur leicht, wenn man es weiß. Ich glaube, du hast ein Problem. Also ich sehe es sehr stark. Du hast ein Problem mit deinem PC. Mit hellblau und weiß, das verwechselst du die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ja, ist echt so. Weiß nicht, woran das liegt, aber ja. Ja, vielleicht ist mein Monitor komm schon, Ronja. Wir waren die einzigen, die das Thema waren. Ja! Ja! Oh! Nice, als ob. Guter Win. Hab dich mal wieder abgezogen, nicht wahr? Ja, also in der letzten Runde war ich vor dir, ne? Ja, aber da hast du auch nicht gewonnen, also. Ah, okay. Naja. So, das war's dann aber mit dieser Folge Fashion Fame. Ich frage mich, wenn ich mal Topmodel werde, ja? Ich bin schon eine Weile Pro-Model. Ich würde gerne mal aufsteigen. Warte, das siehst du unten links. Du hast Star Points und da kannst du schauen, wie viele du brauchst. Oh, ehrlich? Warte mal. Ja. Star Points. Ich brauche jetzt. Ich brauche noch. Oh, Fashion Icon kommt dazwischen auch noch. Ui, ich bin krass. Weit davon weg. Ich bin ganz, ganz weit davon weg. Easy, du hast über 1000 Punkte? Ja. Nein. Das ist ja wild. Doch, ich habe schon sehr viel gesehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und abonniert auch den von Easy, der ist unten in der Infobox verlinkt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, ciao! Ciao!